Willkommen zurück bei Alba, a Wildlife Adventure. Und da sind wir auch schon wieder. Der Mittwoch hat angefangen und wir wollen nun in den neuen Tag starten. Mal sehen, was unsere Großmutter uns so Neues zu erzählen hat. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch, Alba. Dem Wetterbericht zufolge soll es heute wieder schön werden. Hoffen wir, dass wir beim Fest am Samstag auch Glück haben. Von Simon. Guten Morgen, Alba. Ich weiß, was die Tiere krank macht. Suche mich in der Stadt auf. Sprich beim Stadtarzt mit dem Tierarzt. Sprich beim Stadtplatz. Wir sollen also den Tierarzt Simon aufsuchen und mit ihm darüber reden, was die Tiere krank gemacht haben. Denn ihr erinnert euch vielleicht, im ersten Part haben wir im Wald eine sehr, sehr kuriose Schmiere gefunden, die Eichhörnchen nach ihrem, ja, wenn sie darin gebadet haben oder ähnliches, eben sofort krank gemacht hat. Und das werden wir auch gleich herausfinden, nachdem wir diese Ringeltaube fotografiert haben und mit dieser Frau uns unterhalten. Alia, ich spaziere immer gern durch den Olivenhain. Es ist so idyllisch dort. Normalerweise bekomme ich dadurch den Kopf frei, aber im Moment kann ich nur an das Hotel denken und mich fragen, warum das Naturschutzgebiet nach dem Brand nicht gleich restauriert wurde. Eine sehr gute Frage. Und meine Befürchtung wäre, weil man lieber ökonomische Entscheidungen getroffen hat und dann eben sagt, was bringt uns mehr Geld ein? Ein Naturschutzgebiet oder ein Luxushotel. Naja, und wer weiß, was dieser schmierige Bürgermeister und der noch viel, viel schmierigere Investor da wohl ausgemauschelt haben. Aber ich bin mir sicher, das werden wir herausfinden. Holla, ist heute nicht ein wunderbarer Tag? Auf Pinar del Mar ist jeder Tag wunderbar. Ich hoffe, dir gefallen deine Ferien. Du bist bestimmt schon wieder auf dem Weg zu einem neuen Abenteuer, Oh, ein Abenteuer. Also ich vermisse ja das Bungee-Jumping. Aber du warst doch erst letztes Wochenende. Eben. Wow, was für sehr, sehr lebensfrohe ältere Damen hier sich aufhalten. Was ist das denn? Ach so, das sind die Blüten. Ja, dann ist ja okay. Ich habe erst gedacht, so Papiermüll. Das hat mich irritiert. Hallo, Simon. Holla, Alba. Ich habe die Tests mit der schmierigen Flüssigkeit durchgeführt. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist Pestizid. Dadurch wurden die Eichhörnchen krank. In der Nähe ist eine Orangenfarm. Es könnte von dort gekommen sein. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du nachsehen könntest. Ich warte gerade auf einen Patienten, sonst würde ich selbst gehen. In Ordnung. Dann wollen wir uns mal langsam dort aufmachen. Und dazu gucken wir auf die Karte, wie immer. Ja gut, dann müssen wir eh wieder zu dem Naturschutzgebiet. Das war ja auch da in der Nähe, ne? Nee. Da ist die Orangenfarm, die ist ja direkt bei uns, sehe ich gerade. Meine Güte, ich bin auch manchmal lost. Die Katze glitschte herum, aber das soll uns mal nicht interessieren. Die armen Eichhörnchen. Zum Glück war jemand da, um ihnen zu helfen. Ja klar. Oh nein, schon wieder. Versorgen. Das tut mir leid, dass es dir so schlecht geht, kleines Eichhörnchen. Aber wir werden bald herausfinden, was es damit auf sich hat. Versprochen. Selbst die Lachmöwen werden nun befallen. Nee, da müssen wir uns erst einmal kurz kümmern, bevor wir da den Ursprung herausfinden.
Diese akute Not ist wichtiger. Tja, aber ob das wirklich von der Orangenfarm kommt? Entweder waren die sehr, sehr nachlässig oder irgendjemand hat das extra gemacht. Und warum machst du hier Yoga, anstatt den kleinen Eichhörnchen und Lachmöwen zu helfen? Hör auf deinen Körper. Atme ruhig weiter. Ja, tschüss. Mach lieber mal die Augen auf und hilf deiner Umwelt. So. Ach so, das ist auch schon Teil, damit wir hier rausfinden, womit sich das, woher der kommt. Ja, dann spielt das ja eh uns ein bisschen in die Hände, wenn man so will. Und die kleine Katze? Nein! Was hast du und wie hast du? Moment mal, das ist ja Luna, meine Katze. Oh nein, sie ist schon wieder krank. Sag mal, bist du ein bisschen doof? Du hast Luna geholfen? Oh, danke. Und das Pestizid? Also, ich habe ja gestern einen Kanister in der Stadt gekauft. Der muss wohl einen Leck gehabt haben. Oh, nee. Das ist nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Ich kümmere mich darum, keine Sorge. Ach so, du bist doch die mit der Petition fürs Naturschutzgebiet. Die unterschreibe ich doch gern. Und nochmal danke von uns beiden. Katastrophe verhindert. Naja, ich weiß ja nicht. Das kommt mir doch ein bisschen merkwürdig vor. Und wer kommt denn hier jetzt? Versorge die kranke Katze des Bauerns. Bei der Orangenfarm ist ebenfalls abgeschlossen. Aber irgendjemand scheint uns doch hier. Beim Nordstrand wurde wohl ein super seltener Wiedehopf in den Bäumen gesehen. Kannst du mal nachsehen? Ja. Finde und scanne den Wiedehopf beim Nordstrand. War das diese... Ich weiß zwar nicht, was ein Wiedehopf ist. Ob das ein Vogel ist oder vielleicht ein ganz anderes Tier. Aber hat das etwas mit diesen ominösen, mit der ominösen Szene gerade zu tun? Weil irgendetwas hat uns doch da beobachtet. Aber ich kann nicht genau sagen, wo das jetzt hergekommen ist. Dafür habe ich nicht gut genug darauf geachtet. Okay. Alba, komm in die Stadt. Ich habe eine Schreinerin gefunden, die uns helfen kann. Schreibt uns Ines. Danke nochmal, dass du Luna geholfen hast. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen, um die Orangen vor den Käfern zu schützen. Ja, das glaube ich auch. Sprich beim Stadtplatz mit der Schreinerin. Oh Mann, wir werden jetzt hier aber auch überhäuft mit neuen Quests, oder? Na gut, der Reihe nach. Wir gucken uns mal unsere To-Do-Liste an und werden dann Schritt für Schritt weitermachen, würde ich sagen. Ja gut, hier können wir einfach rein und rausgehen, wie wir wollen. Na okay. Luna dürfte eine normale Hauskatze sein, wie gedacht. Und dann gucken wir uns mal beim Nordstrand nun um. Oder? Was war denn zuerst? Ah, ich verstehe. Diese goldenen Markierungen scheinen wohl storybedingte notwendige Sachen zu sein, während die grünlichen Quests hier als optionale, wenn man so will, markiert werden. Dann würde ich trotzdem vorschlagen, wir machen mit den optionalen hier erstmal weiter, um dann Schritt für Schritt eben zu den Hauptdingern zu kommen. Denn ich will ja gerne dieses Spiel mal wieder auf 100% spielen. Mal schauen, ob mir das gelingt oder nicht. Aber bisher habe ich ein gutes Gefühl. Das ist doch der Nordstrand, oder? Nee?
Der Südstrand, wenn schon. Aber wir haben auch wieder eine Markierung dafür. Na gut. Dann gehen wir mal ein bisschen die Küste entlang, würde ich vorschlagen. Den Strand der Insel haben wir bisher eh ein bisschen vernachlässigt. Also ich bin ja nicht immer so ein großer Freund von Spielen mit, ich hadere immer ein bisschen mit 3D-Grafiken, aber dieser Stil, der ist ganz schön. Die Heringsmöwe, wunderbar. Ich kann euch auch nicht sagen, warum ich nicht so ein großer 3D-Fan bin. Vermutlich, weil ich einfach mehr mit 2D-Spielen aufgewachsen bin. Und das ist dann so eine persönliche ästhetische Präferenz geworden. Ich habe in der Zeitung gesehen, dass du eine kranke Katze gerettet hast. Also, das ist wirklich toll. Weißt du, ich mag Katzen sehr. Aber mein Vater sagt, dass ich keine bekomme. Aber wenn ich eine hätte, dann wüsste ich, an wen ich mich wenden kann. Also, wenn Simon, der Tierarzt, nicht da ist, ist ja klar. Richtig, richtig, richtig. Wobei wir ja auch nicht andauernd auf dieser Insel sind, sondern wohl nur, wenn das stimmt, einmal im Jahr. Holla, ich bin Jun, ein Mitglied des Wildtiervereins. Das dürfte die Kollegin von Clara sein, die auch den Sperber sehen wollte. Leider besteht der Verein nur aus Clara und mir, aber du musst auch eine Naturliebhaberin sein. Ein Wiederhopf? Also ja, ich habe vorhin einen orangenfarbenen Vogel gesehen. Er ist Richtung Norden geflogen, zu diesem großen Baum, von dem aus man zum Strand gucken kann. Aha, in Ordnung. Danke für den Tipp. Der große Baum, von dem aus man zum Strand gucken kann. Ist dieser Baum gemeint? Ich weiß es nicht. Aber da könnte auch wieder etwas sein, was wir noch nicht gesehen haben. Ja. Ein Specht, oder? Ein Wiederhopf. Wunderschön. Punkrock-Vogel besucht Sekaral. Ja, ein sehr schönes Bild. Das ging doch relativ fix. Es ist so friedlich. Ich liebe es, hier zu sitzen und den Tag einfach nur zu genießen. Das kann ich verstehen, aber sauber sollte es trotzdem werden. Gute Arbeit mit dem Wiederhopf. Ist der nicht wunderschön? Ja. Ich finde den auch sehr ansprechend, in der Tat. Na gut, was gibt es hier denn vielleicht noch am Strand selber zu sehen, bevor wir uns dann auf die nächste Quest stürzen? Oh, da. Das ist ein Kormoran. Gewöhnlich. Das hätte ich nicht erwartet, dass die als gewöhnlich hier gekennzeichnet werden. Ich hätte gedacht, dass die wesentlich seltener sein müssten. Aber wieder mal etwas gelernt. Die dürften sich doch auch so komisch anhören, oder? Ja. Sehr süß. Dann schauen wir jetzt mal wieder auf die Karte. Du bist eine Blaumeise, oder? Ja. Kohlmeise, pardon. So. Vorher noch der Müll weg. Wie immer. Und dann die Karte anschauen. In Ordnung. Bevor wir uns aufmachen in die Stadt, würde ich ja gerne... Obwohl, Ines hat uns wegen der Stadt ja angeschrieben. Ergo werden wir da wohl nicht einfach so herausfinden, wie es jetzt um die Brücke steht. Denn sie dürfte sich ja in der Stadt aufhalten. Also gehe ich erstmal die Story, die Hauptstory, weiter vorantreiben.
Dumm, die dumm, die dumm. In Ordnung, gehe ich richtig? So langsam wird es etwas mit der Navigation hier. Aber ein bisschen dauert es noch. Da sehen wir auch schon Ines. Das ist Maria, die Schreinerin der Stadt. Sie kann uns mit der Brücke helfen. Ja, sehr gut, dass ich jetzt nicht einfach schon vorausgegangen bin. Hi, Alba. Ich bin Maria. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben schon miteinander gestern Abend geredet. Also, Ines hat gesagt, ihr wollt die Brücke im Naturschutzgebiet reparieren. Ich würde euch gern helfen. Vor allem, nachdem ihr so viel schon getan habt. Leider warte ich gerade auf eine wichtige Lieferung. Sie ist für das Stadtfest und da ist was wirklich Aufregendes drin. Aber ich habe einen Ersatzwerkzeugkasten. Mit dem könntet ihr zwei die Brücke reparieren. Spitze, die Vrillei dankt dir. Ab zur Brücke, Alba. Wir schaukeln das Ding schon. Ich bin schon gespannt, was du auf der anderen Seite finden wirst. Vielleicht wirst du sogar einen Reiher sehen. Wunderschöne Geschöpfe. Ey, ich weiß nicht, ob ich zwei Kinder das einfach anvertrauen würde, eine Brücke zu reparieren. Aber wie cool, wir können nun auch die kaputten Vogelhäuschen endlich wieder in Schuss bringen. Und damit viel bessere Fotos auch machen. Hallo, süß. Ja, cool. Trotzdem, als Spielemechanik schon mal schön, auch wenn ich das persönlich nicht prickelnd finde. Ich möchte nicht, dass kleine Kinder so wichtige Infrastrukturprojekte alleine handeln müssen. Das war ein interessanter Tag. Manchmal brauche ich einfach eine Pause. Wer nicht, wer nicht. Ja gut, Alba Wildlife Adventure steht also für Kinderarbeit. Sehe ich das richtig, ja? Na gut, wir wollen mal hier gleich weitermachen. Aber zuerst mit Clara reden. Super, du hast den Wiedehopf gefunden. So ein prächtiger Vogel. Sieh dir doch nur die Federhaube an. In der Tat, Clara. Der ist schon prickelnd anzuschauen. Ich habe gerade das ganze Bauzeugs da oben gesehen. Ich hoffe, sie verwandeln das hier nicht in einen Privatstrand. Ja, genau das könnte aber passieren, wenn ihr nicht unsere Petition unterschreibt. Na gut, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, um hier die Dinge zum Besseren umzuändern. Und wie blöd ist das denn hier? Jetzt hauen sie schon alles hier voll. Na gut, Ines? Na komm, reparieren wir die Brücke. Paco trödelt doch auch nicht rum. Genau so ist es. Astrein, 5 Sterne für unser Teamwork. Endlich können wir auf die andere Seite und mit deiner App nach den Reihern suchen, die Maria erwähnt hat. Jawohl. Wir sehen oder hören da ja auch schon etwas. Alba, du bist ein Naturtalent. Behalt den Werkzeugkasten. Den könnt ihr sicher noch brauchen. Davon gehe ich aus. Scanne einen Graureiher im Naturschutzgebiet ist unsere nächste Aufgabe und ich habe das Gefühl, dass wir den eigentlich schon finden könnten. Denn da wird uns ja wieder etwas angezeigt. Da wurden wir gerade weggedrängt, aber okay. Der Graureiher ist gefunden. Reiher im Naturschutzgebiet gesichtet. Da, der Graureiher. Wie wunderschön. Und könnt ihr jetzt bitte mal Clara aufhören, mich überzurennen? Naja, wir sollten das Foto bei dem Vogelschild neben dem Turm anbringen. Also das, was da gerade hängt,
Das ist ja ganz verblichen und zerrissen. Werden wir tun. Aber ich möchte jetzt erstens mal ein richtiges Bild hinkriegen. Naja, besser als vorher. Platziere das Raya-Foto bei Ines am Schild. Oh, wir müssen hier echt viel noch neu wieder aufbauen. Unglaublich. Wer bist du denn? Können wir dich auch fotografieren? Ja, du bist wieder wie der Turmfalke oder was und machst es uns sehr, sehr schwer. Ah, deswegen können wir jetzt hier hoch. Verstehe. Ich versuch's mal hier zu positionieren, in der Hoffnung, dass der womöglich immer dieselben Bahnen schwingt. Ja, war schon kein schlechter Gedanke, aber enorm schwer. Das Schild wird erstmal wieder aufgebaut. Und dort finden wir den Graureiher einmal. Und die Teichralle dürften wir auch schon haben. Und zwar schon länger, glaube ich. Ja. Hurra! Wieder ein weiteres Schild verbessert. Vogelbeobachter kehren ins Naturschutzgebiet zurück. Holla! Also warte, dich kenne ich doch aus der Zeitung. Du bist Alba. Du bist sowas wie ein kleiner Star hier. Ich bin übrigens Idrissa. Meiner Familie gehört die Eisdiele. Oh, und hier gibt es wirklich Raya? Also jetzt weiß man genau, nach welchen Tieren man Ausschau halten muss. Danke, dass du das Schild repariert hast. Spitze! Mit den Schildern werden wieder mehr Leute kommen. Und mehr Leute heißt mehr Unterschriften. Reparieren wir alle Schilder, Alba. Noch ein erfolgreicher Tag für die Vrillei. Aber wir brauchen immer noch mehr Unterschriften. Wir haben bis Freitag Zeit, also noch 2 Tage. Aber wir kriegen das sowas von hin, Alba. Ich muss jetzt los. Es ist Essenzeit. Morgen muss ich Pepe helfen, aber danach komme ich zu dir. Gute Nacht, Alba. Schön, schön. Wir wollen aber noch ein paar Fotos schießen heute. Mal gucken, ob ich diesen Vogel hier hinkriege. Ah, das hätte was werden können. Es hätte was werden können. Ach, Menno. Jawohl. Pures Glück, aber was soll's. Den nehme ich mit. Die Rohrweihe. Hurra, selten. Selten in jedem Fall. Wir sehen uns zu Hause, wenn du fertig bist. Und komm nicht wieder so spät. Ja, ja. Sprich zu Hause mit deinen Großeltern, um den Tag zu beenden. Ja, aber ich habe hier immer noch eine Markierung, wie ich gerade sehe. Also vielleicht können wir heute noch ein bisschen was schaffen. Idrissa, möchtest du uns noch was sagen? Ich werde das Naturschutzgebiet wirklich vermissen. Aber hoffentlich bekommen wir durch das Hotel mehr Besucher. Mama sagt, das sei wirklich nötig. Aber meine Schwester Yaineba ist vom Hotel nicht so überzeugt. Wenn ich alt genug bin, will ich eh aufs Festland ziehen. Sikaral ist schön, aber hier ist nicht viel los. Na toll, ich glaube, auf eine Unterschrift brauchen wir hier nicht so schnell hoffen. Eigentlich soll genau hier etwas sein, aber ich sehe nichts. Na gut. Dann geht es womöglich einfach nur darum, dass wir sehr, sehr viele schöne Schilder noch reparieren sollen. Was sagt denn unsere To-Do-Liste? Richte das alte Naturschutzgebiet wieder her, tausche die beschädigten Fotos auf den Schildern im Naturschutzgebiet aus. Ja, aber ich dachte, hier waren nur 2, dann würde wohl irgendwo noch ein weiteres Schild sein. Mit 4, oder? Oh ja. Reparieren. Dann kommt der Müll natürlich auch gleich weg. Wunderbar. Warum hast du das eigentlich nicht gemacht, du faule Sau?
Naja. Wer bist du? Die Schwarzkopfmöwe. Ungewöhnlich, aber hey. Schön, dass wir dich nun auch in unserem Ratgeber gescannt haben. Und ja, ein neues Schild. Wir finden einmal die Schwarzkopfmöwe unten rechts. Dann Stelzenläufer, Flussseeschwalbe und Korallenmöwe. Korallenmöwe kann ich schon mal bieten. Beim Rest bin ich mir tatsächlich unsicher. Flussseeschwalbe und Stelzenläufer. Nee, finde ich nicht. Bei denen, die uns noch übrig geblieben sind. Aber hey, da ist doch wer. Nämlich der Stelzenläufer. Wunderbar. Fehlt uns aber noch die Flussseeschwalbe. Seid ihr alle so klein? Merkwürdig. Könnte es sich bei denen darum handeln? Nee, oder? Na, die fliegen aber auch so schnell wie Schwalben. Ich glaube fast, das sind sie. Zu klein mal wieder. Also wenn die so schnell hier rumflattern, dann habe ich echt ein kleines Problem. Hurra! Kurz doch mal stehen geblieben und damit finden wir die Flussseeschwalbe. Gewöhnlich, aber schwierig vor die Linse zu bekommen. Tja, was machen wir denn mit dem Dreck? Den können wir wieder nur liegen lassen, denn es gibt keinen Mülleimer direkt in der Nähe. Den will Alba auch nicht komplett rumschleppen. Irgendwo verständlich, aber jo. Bitteschön, ein kleines Häuschen auch für dich. Auch wenn wir dich schon mal gesehen haben. So, das Schild möchte ich auch schon mal jetzt vervollständigen. Oh. Ich finde mich hier noch zurecht. Irgendwann kriege ich es hin. Versprochen. Die Flussseeschwalbe also. Und der Stelzenläufer. Wunderbar. Vogelbeobachter stürmen den Strand. Ah, das sind also die Seeschwalben. Clara hatte also recht. Schilder sind echt nützlich. Ich sollte sie mir öfter ansehen. Bald wird dieser Strand mit Handtüchern und Schirmen bedeckt sein. Wir brauchen kein Luxushotel. Aber ja, an sich wären ein paar Touristen schon ganz gut. Der Bürgermeister soll einfach das Naturschutzgebiet restaurieren. Das würde doch genug Leute anlocken. Eine sehr schöne Idee. Dieser Ort ist so schön. Ich wünschte, das würden mehr Leute erkennen. Und genau das werden wir probieren mit unseren Aktionen hier. Gute Arbeit mit der Brücke. Die war seit Ewigkeiten kaputt. Und hey, warst du schon beim Weststrand? Da wirst du jede Menge verschiedene Möwen und Wattvögel finden. Und der Weg dahin ist kinderleicht. Folg einfach dem Weg hinter mir. Jo, super. Ich würde nun aber noch zum Abschluss einfach gerne das Naturschutzgebiet vollständig restaurieren. Denn wir haben diese Quest hier, wo gesagt wird, es gibt eine Reparatur. Und dafür brauchen wir noch ein weiteres Objekt scheinbar. Irgendwo muss also etwas noch kaputt sein. Ich glaube, ich hab's gefunden. Oder doch nicht. Doch, hier. Diese Bank hat noch gefehlt, die war noch kaputt. Gleich am Anfang vom Naturschutzgebiet. Aber hey, die Vrillei restauriert das Naturschutzgebiet. Wunderbar. Damit haben wir es also auch schon. Und sind jetzt mit unserer To-Do-Liste ziemlich gut durch, weil das Einzige, was jetzt noch übrig bliebe, wäre weiter verschiedene Tiere zu fotografieren. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch in den nächsten
Part sehr gut hin, alle zu finden. Das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein, die ich durchführen möchte. Und daher gehen wir jetzt mal zu unseren Großeltern, um ja eben auch hier einmal ordentlich den Tag heute abzuschließen. Auf dem Weg werden noch ein paar kleine Vogelhäuschen wieder in Schuss gebracht, so wie es sich gehört. Da freuen sich die kleinen Meisen. Sehr, sehr schön. Gut. Wir sind jetzt auch wieder auf dem richtigen Weg, oder? Ja, ich sehe ja unsere Großeltern schon. Und auch dieses Vogelhäuschen möchte ich wieder reparieren. Wunderbar. Heute reden wir mal mit unserem Großvater zuerst. Bonica, wir haben gehört, dass du mit Ines sehr erfolgreich warst. Maria hat uns gesagt, ihr habt die Brücken gebaut, also wortwörtlich. High five! Der Bürgermeister sollte mit der Frühlei zusammenarbeiten und nicht mit dem feuerfreundlichen Paco. Hatte Paco etwa was mit dem Feuer im Naturschutzgebiet zu tun? Nennen wir es Intuition. Ich traue ihm jedenfalls nicht über den Weg. Ich auch nicht. Übrigens hat Eloise sich bedankt, dass du seiner Katze geholfen hast. Er hat sogar einen Korb mit Orangen hier gelassen, die wir gründlich gewaschen und zu Orangensaft gepresst haben. Puh, ich wollte gerade darauf aufmerksam machen. Bitte, 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 mach die nochmal sauber. Also dann. Bereit fürs Abendessen? Ja, sicher. Schön, dann essen wir mal. Sehr schön. Und damit haben wir wieder einen weiteren Part hinter uns gebracht und werden dann morgen mit Donnerstag über Bogen, Hühner und Könige starten. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß mit diesem Part und dass wir uns zusammen dann in den Donnerstag das nächste Mal stürzen werden. Also, habt einen wunderbaren Tag, macht's gut, bye bye.